Berlin, Europa braucht dich, findet die CDU und findet auch Hildegard Bentele. Seit 2019 sitzt sie im Europäischen Parlament und will dort auch noch länger bleiben. Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, so sehen die Plakate aus. Der Wohlstand ist ein Versprechen, das die Europäische Union verspricht und auch eingehalten hat. Und das wollen wir weitertragen, eben auch in die Zukunft. Aber dafür müssen wir sehr viel tun. Gabriele Bischoff von der SPD sitzt auch schon seit 2019 im Europäischen Parlament. Gegen Hass und Hetze plakatieren die Sozialdemokraten. Und noch einen anderen Slogan findet Gabriele Bischoff besonders wichtig. Der heißt gegen Steueroasen für mehr Gerechtigkeit. Ich glaube, man sieht im Moment, dass das für Europa, gerade mehr Gerechtigkeit, wirklich super wichtig ist. Warum? Weil wir viele Leute haben mit der Inflation, die wirklich spüren, dass sie unter Druck geraten. Hanna Neumann bringt für die Grünen die Plakate in Stellung. Auch sie sitzt bereits seit 2019 im Europäischen Parlament. Welche Botschaft auf den Plakaten ist für Sie die wichtigste? Ich glaube, das da. Weil das zum einen zeigt, was wir in den letzten 5 Jahren in Europa erreicht haben, nämlich, dass wir endlich darüber reden, dass wir unsere Wirtschaft klimaneutral aufstellen müssen. Und weil es gleichzeitig zeigt, was auf dem Spiel steht, weil einige das wieder zurückdrehen wollen. Die Linke setzt auf Preise runter, Profite deckeln, will in Frieden investieren, nicht in Waffen. Und? Mein Lieblingsplakat ist das Plakat Keine Profite auf Kosten der Gesundheit. Wir als Linke wollen diesen Bereich der Profitgier entziehen, dem Markt entziehen, zurückholen in kommunale Hände, dafür sorgen, dass es gute Arbeitsbedingungen gibt über Tarifverträge. Der Berliner Spitzenkandidat der AfD, Alexander Selwel, auch ins Europäische Parlament, trotz EU-Skepsis. Die Rechtspopulisten wollen damit punkten, Energieversorgung sicherstellen und... Unser Land zuerst heißt, dass wir eben deutsche Interessen verteidigen wollen. Und wir sehen diese Interessen in Europa nicht hinreichend vertreten von den anderen Parteien. Und wir wollen da eben deutsche Interessen stärker vertreten, als bisher getan ist. Der Wahlkampf hat begonnen. In 7 Wochen wird gewählt.